Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wir machen weiter. Und bevor ich jetzt nochmal in die große Höhle gehe, hier ist doch irgendwas. Ja, komm, YOLO ist weg. YOLO ist weg! Boah! Scheiße. Komm, 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 komm. Ja, du kannst gar nichts, du Stück Scheiße. Saphir von Eldritch. Okay. Geiler Gegner, ja. Sah richtig geil aus. Ich musste zwischendurch an die Grinsekatze aus Alice aus dem Wunderland Dingens drin denken. Ja, ist auch wiederum ein Ring, den wir nicht brauchen. Wie als wenn man die Grinsekatze genommen hätte und, keine Ahnung, in Dark Souls gepackt hat. Oder so von Würmern befallen mäßig. Keine Ahnung. Boah, Alter, ihr wollt mich verscheißen, ne? Jetzt gibt's hier schon Traps oder was? Gift-Traps. Bist du doof? Nein! Ich jetzt eigentlich nicht machen. Ist es giftig? Nee. Okay, jetzt holen wir uns erstmal den verdienten Loot. Da oben waren wir noch in der letzten Folge. Mal gucken, was er gedroppt hat. Große Titanit, Scherbe, Jauche, Küchlein. Ah, ist ja geil. Das freut mich aber. Dass er uns viermal Scheiß hinterlassen hat. Boss oder nicht Boss? Riesentür, auf jeden Fall. Ja, ich bin so langsam unterwegs. Ich muss hier raus. Ja, alleine kannst du nichts, wa? Oh, fuck, ich werde fast vergiftet. Hinter mir ist, glaube ich, ein Abgrund. Oder wofür ist der Hebel? Hier der eine. Ey, wie mache ich das jetzt? Jawohl. Nein! Pussy Boy! Nix kannst du. Hast du gesehen, wie ich deinen Kollegen aufgemischt habe? Du Stück Scheiße, du. Mein Gott, diese scheiß verkackten Kuppel. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Da durchlaufen, Gift fallen ohne Ende. Richtig ekelhafte Ecke. Ins Wasser gehen geht nicht, weil wir viel zu langsam sind. Den hat es ja auch überhaupt nicht interessiert. Scheiße, Mann. Ganz ekelhafte Ecke. Ne? So. So, jetzt werd aber nicht übermütig. Da sind einfach so krass viele Seelen. Puh.
Das heißt, wir müssen uns da jetzt locker flockig durchfighten. Hier sind wir auch noch nicht runtergegangen. Aber vielleicht kommen wir so schneller auf die andere Seite. Ich bin gerade so im Fokusmodus. Dieser Scheiß, diese verkackten Kobolde, ey, ohne Witz. Ich wusste, die werden irgendwann werden auch mich aufregen. War so klar. Na, aber was höre ich da die ganze Zeit? Oh, den Blob habe ich nicht gesehen. Nein, 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 nein. Komm schon. Lass mich raus. Ich schicke das schon mal runter, falls wir wieder sterben. Dann geht es schneller. Alles klar, aber schnell soll es jetzt hier gar nicht gehen. Ich muss jetzt hier echt alles geben. Also wünsche mir Glück, Leute. Da hinten liegen unsere Seelen. Wünscht mir Glück, ey. Das sind zwei fucking Level, ey. Nein, 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 nein. Gerade wie ich das mache, Leute. Guck mal, hier kann ich mich aber frei bewegen. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Das ist Kobold Nummer 1. Ich glaube, die haben mich bemerkt. Wo sind meine Seelen, die kleinen Ficker? Oder war das gar nicht hier? Eins noch weiter. Komm her, komm her, komm her.
Zack, Junge. Jetzt muss ich nur noch den anderen Kobold wegmachen und dann können wir uns battlen hier. Du kleiner Pisser, du, ey. Wie so kleine Schoßhündchen sind die dem gefolgt. Habt ihr das gesehen? Da seht ihr das? Pussyboy. Ja, Junge, du siehst richtig. Ich stehe hier wieder. Komm. Hauptsache, ich habe meine Seelen zurück, ey. Ja, komm, oder wir trennen dich von dem scheiß Kobold. Machen wir es halt so. Zu früh ausgewichen. Ah, scheiße. Jawohl. Ach ja. Ach ja. Weg, 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 weg. Oh nein, ich hab so Angst, Junge. Und er tötet mich. Er tötet mich. Ich hab's gewusst. Ich hab's irgendwie gewusst. Es passiert. Ja, ich hab ja gesagt. Ich hab so Angst, Mann. Es war tatsächlich ernst gemeint. Falls ich das anders angehört habe, dann war das fake. Ich hatte es im Gefühl, dass ich wieder zu viel will und dann ist das passiert, was passiert ist. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, tatsächlich, Ausholung 56 schon. Jedes Mal, wenn du stirbst. Ach ja, natürlich. Natürlich. Diesmal habe ich den ja auch ohne Glut gemacht. Das heißt, mir fehlt schon ein ganz gutes Stück Lebensenergie, aber gut. Nein! Oh Gott, Leute, seht ihr das? Ich bin völlig durch im Schädel. Das hat mich jetzt gebrochen. Zweimal am gleichen Gegner sterben. Ich hab schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Nee, Spaß. Spaß beiseite. Aber ist doch gut. Ist doch mal gut, dass mal hier einer ist, der sich auch wehren kann. Alles klar. Doppelter Selbstmord. Ich weiß auch nicht, ob ich mir eine Glut gönnen soll. 9 Stück haben wir. Ja, komm, ich gönne mir eine. Die letzte davor hat ja auch ganz schön lange angehalten, eigentlich. Muss man auch mal sagen, ne? Es kann aber nicht wahr sein, dass er mich jetzt hier zweimal weggemacht hat. Kleine Sackratte. Wofür ist dieser Hebel eigentlich?
Damit hätte man wahrscheinlich den Riesen aussperren können, ne? Ja, Junge, ich mein's ernst. Dass der auch vom Gift überhaupt nicht getroffen wird oder so, das ist ja richtiger Scheiß, das ist doch. Betrug nenne ich das. So, jetzt Marcel. Kämpfe überlegt. Kämpfe gut. Komm mal weg von der Scheißtreppe jetzt, los. Jetzt kommst du natürlich raus plötzlich. Du bist ein richtiger Held, Junge. Alleine kannst du nichts, ohne Zaubern kannst du nichts. Abwarten ohne Ende. Du bist so hier drei Köpfe größer als ich. Der fuckt mich schon ein bisschen ab, der Typ. Sorry Leute, ich bin echt im Konzentrationsmodus. Ich hab keinen Bock jetzt nochmal den zu machen. Na endlich, alter Schwede, Mann. Alter Schwede. Ach du Scheiße. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja noch ein Riese. Was ist da? Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Ey Leute, ich bin so fertig jetzt gerade. Dieser Nervenkitzel mit so vielen Seelen durch die Gegend zu rennen. Ist nicht gut für mich. Ah, hier waren wir aber schon mal. Keine Lust, beim Zaubern runterzufallen. So. Aber den Free Kill will ich trotzdem mitnehmen. Dieses Vieh bringt mehr Lebens, mehr Seelen als der Typ gerade eben. Das ist so bitter, wa? Noch ein Shortcut? Nee. Noch ein Shortcut? Der ist ja, aber das ist eine. Ja, tatsächlich. Geil, Mann. Geil, geil, geil. Sowas liebe ich einfach. Sowas liebe ich einfach. Und das hat halt einfach Dark Souls 1 perfektioniert. Das, da kam auch kein anderes Spiel mehr dran. So, also kein anderes Dark Souls kam da mehr dran. Die Welt so zusammenhängend zu haben wie Dark Souls 1 halt. Habe ich da gerade richtig gesehen? Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Okay. Die war gerade so, als wäre da so eine kleine Zwischenplattform zum Rüberjumpen. Aber ist es nicht.
waren wir doch schon überall, oder? Nee. Hä? Doch, doch. Doch, natürlich waren wir hier schon mal. Hier sind wir. In das große Tor haben wir noch nicht geschaut, wa? Ach, das geht auch gar nicht. Hm. Oh nee, ich habe echt keine Lust, jetzt mich nochmal da durchzufighten. Feuerband schreiben. YOLO Swag, wir hauen ab. Leute. Ey. Aufregende Runde auf jeden Fall. Gefordert. Krasser Typ, ey, ne? Aber der. Also dieser Typ, der mich da zweimal kaputt geschlagen hat. Gate inside the EVA. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon. Wolfsblut hat er schon mal erzählt. So. Gracious, passing fine ash thou'st given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Wow, was ist das denn? Verbandenmaske. Sieht ein bisschen aus wie die eisernen Masken. Wenn ich die anziehe, kann ich mich fühlen wie Leo, oder? Ashen One. What? Puh. Ja, an dieser Front hat sich auch nichts mehr getan. Hey, jetzt. Very well, then hey. So. Let these souls withdrawn from their vessels, manifestations of prosperity, farewell, Ashen One. Farewell, Ashen One. So, Leute, okay. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, doch hier schon zu beenden, den Part zu beenden. Und ja, dass wir dann beim nächsten Mal gerne weitermachen. Mal gucken, womit. Wahrscheinlich aber mit dem Schloss, oder? Mal sehen. Ja, mal sehen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt hinreisen müsste. Ach ja, stimmt, wir sind ja immer noch nur bei diesem Leuchtfeuer. Von dort aus geht es ja überall in alle Richtungen. Naja, gut. Leute, ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst gerne ein bisschen Unterstützung da, wenn ihr möchtet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.